Ich bin einen Wald gelaufen mit lauter Zersite-Klonen vor Let's Play Dark Souls. Und ich fühle mich sehr beobachtet. Vor allem von Pilzen im Mushroom Kingdom. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk Savior. Genau. Dein Aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Natürlich. Jetzt hätte ich Angst vor einem Steinzeitmenschen, der mich mit einer Keule angreift. Ich habe eine technologisch fortgeschrittenere Keule. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Die Queen! Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Uruseel. Und wie könntest du mich unterstützen, indem du mir genug Magic Mushrooms mitgibst, die ich verkaufen kann? See further on. An abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Uruseel. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Packen wir da einfach so lange Beton rein und machen Parkplatz raus, dann ist der Abgrund dicht. Thou shalt see further on. An abyss was begat. Okay, das hatten wir schon. So, okay, gucken wir mal, was wir kaufen können. Goldharz. Oh, wir haben noch anderes Zeug. Verborgene Waffe, verborgener Körper, Lichtschein, alles Magie, die ich nicht einsetzen kann. Der Rest ist mir relativ egal. Ich werde gleich ekipieren werde ohne Ende hier, nämlich das Zeug mit. Ich bin doch kein Pyromancer. Mein Gott nochmal. So. Mit meiner tollen Kristallrüstung habe ich dann, glaube ich, auch so ziemlich alles bisher gezeigt, was ich bekommen konnte. Ich hatte mir jetzt überlegt, hier... Bin ich hier richtig? Ah, ja, ich bin hier richtig. Ich hatte mir überlegt, verdammt, hatte ich vergessen, was ich überlegt hatte. Ja, ja, genau, ich hatte mir überlegt, hier relativ schnellstmöglichst durch den Weg zu laufen und jetzt nicht unbedingt alles an schönen, leckeren Items mitzunehmen, die sich hier... Gabel! Die Farmer! Ja, sie greifen an, ich warte ab und dann versuche ich sie zu hauen, aber nein, sie lassen mir keine Zeit. Ich muss gestehen, ich habe sehr, sehr wenig Erfahrung in diesem Gebiet hier. Ich habe es einst blind LP'd in einer separaten Playliste und ja, habe mich dort bis zum jetzigen Zeitpunkt weitaus besser geschlagen beim Boss, als ich es jetzt mehr oder weniger mit diesem Charakter hier getan habe. Und, haha! Haha! Und... Oh, er hat was... Oh, sehr schön. Und, ja, ich hab's danach noch ein zweites Mal gemacht mit meinem Charakter, der quasi einen auf Dampfwalze gemacht hat. Mit einer einzigen dicken... Na, doch, Hex. Mit einer einzigen dicken, fetten Waffe. Ohne Schild zu benutzen, außer für eventuelle Buffs, aber nicht zum Blocken. Und sowas. Na, jetzt benutzen wir mal... Penner. Da oben ist schon Mr. Hinterhalt. Der will mich machen ganz furchtbar kalt. Nein. Und ich habe dieses Spiel, dieses Gebiet, glaube ich, im Gegensatz zu den anderen, die ich so 100.000 Mal gemacht habe, was man vielleicht nicht unbedingt anmerkt. Ja, kommt einfach. Ich werde es... Kommt ihr runter oder wie war das hier noch? Höre ich irgendwas? Ja, ich höre was. Oh, da springen sie. Oh, da ist schon mindestens einer tot. Nein, lass mich hier raus. So, ich brauche AOE. Nein, ich brauche nicht Heilung. Nein, ich brauche Götter. Verdammt, jetzt brauche ich kein AOE mehr. Weil die kommen jetzt hier schön einzeln unter... Nein, ah! Okay, was? Oh Gott, und da fällt er hin. Ist er 6 Jahre alt? Und weg. Ja, ich habe mir gedacht, bei der Schwierigkeit, meiner Meinung nach Schwierigkeit dieses Gebietes hier, benutze ich etwas mehr meine schönen, schnuckeligen Wunder. Es hat mich ein... Nein, es hat keinen Grund, deswegen... Oh, hau das Ding! Oh, wenigstens hat er das Ding hier...
rechtzeitig rein. Ja, das dauert. Mit den Wundern dauert's immer wieder, bis er sie herschleudert in das Herz der Feinde. Sehr, sehr gut. Ich habe den Hinterhalt bravourös überstanden. Zeit, mir eine Heilung reinzubrezeln. Ich finde dieses Gebiet hier schwer. Ich finde es ziemlich sauschwer. Allerdings mit einer anderen Schwierigkeit wie die anderen Gebiete. Also es ist meiner Meinung nach... Haben wir hier irgendwas? Nein. Es ist meiner... Ufa. Es ist meiner... Mann... Oh Gott, sie kommen gleichzeitig. Dann kümmern wir jetzt erstmal um den schnelleren. Na? Jetzt greif mich an! Greif mich an, bevor der Dicke kommt! So, Bud Spencer und Terence Quill. Diese Viecher kann ich überhaupt nicht ausstehen. Bitte triff mich nicht, danke. Bitte triff ihn. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Das macht ja gar nichts. Jetzt zieht er das Ding nicht raus, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen diese Viecher ankomme. Aber er ist, glaube ich, alleine. Und bevor ich hier krepiere, hole ich mir erstmal den Schatz. Also, ich vergleiche das Ding jetzt mal mit den Gebieten, die im Prinzip auf gleicher Ebene stattfinden. Also, um hier hinzukommen, muss ich ja Ornstein Smo besiegt haben. Und dann befinden sich andere Gebiete. Und ich mach mir in die Hosen. Und dadurch befinden sich die anderen Gebiete, wie die Archive, wie Lost Isolith, wie, ja, im Grunde Neulondo auch. Aber, ja, ich vergleiche jetzt auch mal Neulondo damit. Oder aber, Moment, da komme ich auf andere Art und Weise auch noch hin. Ich vergleiche Neulondo damit. Oder aber, wo war ich sonst noch? Im Grabmal der Riesen. Diese Gebiete sind auch schwer. Ja, gebe ich zu. Finde ich jedenfalls. Ich finde sie schwer. Und ich möchte gerne... kann ich... Moment, ich werde jetzt mal was ausprobieren. Hier, schön auf Distanz und... Ein bisschen höher. Ja, genau. Ein bisschen höher, ein bisschen zielen. Dann werden sie fallen. Nee. Okay, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Den probieren wir jetzt noch. Und jetzt wisst ihr, warum ich keine Shooter spiele. Ich pack mal den großen Blitzspeer aus. Oder aber ich komme von hinten. Oder aber sie kommen alle gleichzeitig. Ja, das ist das Problem. Die hängen hier alle zusammen. Also, die Gebiete, die ich jetzt aufgezählt habe, die anderen, sind von der Schwierigkeit her meiner... Scheiße! Sind von der Schwierigkeit her meiner Meinung nach eher schwierig, weil die... Wo kommt... Wo kommt die denn her? Sind von der Schwierigkeit her schwierig, weil die Gebiete schwierig sind. Und, boah, ey. Und nicht unbedingt, weil die Gegner rollen, weil die Gegner schwierig sind. Hier sind die Gegner schwierig, aber die Gebiete relativ leicht. Nein! Ja! Wo kommen sie jetzt? Soll ich sie umfahren, großräumig? Quasi wie ein... Boah, das mag ich hier nicht. Die Gegner, also gut, die Mistgabelträger hier. Oh, ich sehe es schon wieder kommen. Okay. Okay, Angriff. Und jetzt kommt noch einer hinterher. Jawohl, einer weniger. Schön reingerannt, schön. Schöne Taktik. Auch wenn ich einen Gegentreffer bekommen habe, es ist mir scheißegal. Ich meine das, diese Mistviecher hier, wie man das gerade vielleicht sehen kann, haben... Oh, Funkeltitanit. Und der Rest ist weg. Das ist sehr, sehr gut. Heilung. Gut. Also, diese Gegner hier. Und ich finde deswegen auch diesen Teilbereich hier exorbitant schwer. Die anderen haben zwar auch fiese Gegnerkombinationen, aber hier finde ich es gerade ekelhaft, weil diese Gegner hier im Gegensatz zu wirklich den meisten anderen Spielegebieten, die es in diesem Spiel gibt, sind diese Gegner hier miteinander verbandelt. Sprich... Die Gegner hängen zusammen. Also ich kann sie nicht einzeln pullen, sondern nur im Verbund. Und Gegner im Verbund in diesem Spiel zu erlegen, ist Heidewitzka. Das ist übel. Deswegen werde ich jetzt auch mal hier mit meinem Schild blocken. Oh Gott, zwei Stück davon. Okay. Gucken wir mal, ob wir ihm... Oh shit. Oh nein. Das... Dies machen wir nicht. Die sind zum Glück schön langsam. Sag ich jetzt. Wechsel mal was. So, nein. Großer Blitzspeer, genau. Einfach mal hier was reinbrezeln. Ist egal, ob ich... Super, genau. Der ist hinter... Nein, bitte triff mich nicht. Er trifft mich, aber ich lebe noch. Er hat SD mit den wenigen Lebenspunkten. Scheißbaum! Wegbaum! So,
Den schieben wir. Ja, gut, schieb ihn, schieb ihn, schieb ihn, schieb ihn. Nein, ich wollte hier eigentlich durchlaufen, mehr oder weniger, ohne... Na, nein, pack das Ding nicht weg, ich will ihn umbringen. Ich wollte hier nicht... Nein, ich werde es nicht tun, ich werde die KI nicht ausnutzen, das wurde schon an anderer Stelle bemängelt, deswegen lasse ich es bleiben. Komm. Das, wie viele sind das? Vier Stück? Vier Gegner? So, komm, komm, komm mit... Wow! Okay, hau ihn um! Yes, yes, yes! Gut! Also, KI nicht ausgenutzt. Ich hoffe, das gibt hier keine negativen Äußerungen. So, gut. Also, ich habe schon überhaupt vielleicht so ein bisschen, was ich sagen wollte. Nein, ich werde nicht aufschreiben, was ich sagen wollte. Diese Gegner hier sind übel. Und diese lassen einem einfach nicht viel Zeit zum... Nein! Das habe ich... Ich dachte... Okay. Aber das hasse ich. Die kommen, die aus dem Nichts kommen, sie aus dem Nichts, die sehe ich nicht. So, aber das hat schon seinen Grund, weswegen ich das tue, dann muss ich es nämlich nie wieder machen, wenn ich... Wo kommt der denn her? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo der herkommt. So. Wutz! Okay, jetzt macht er seinen Explosions... Nein, er macht nicht seinen Explosions... Ist das abhängig davon, wie nah ich an ihm dran bin oder irgendwie sowas? Okay. Na, ich habe bei diesen Gegnern überhaupt keinen blassen Schimmer. Wie ich verdammt nochmal angreifen soll. Obwohl sie riesige Gegner sind. Haben sie auch wiederum nicht unbedingt großartige Zeitfenster zum Zuhauen. Das ist bei den Viechern hier meiner Meinung nach schwierig. Das meine ich. Das kommt ja mit dem Rauszieher hier. Oh, ich mag diese Golems nicht. Die Golems sind für mich persönlich... Zumindest für Nahkämpfer oder Fernkämpfer, die nicht viel Schaden an ihnen verursachen können. Diese Viecher sind für mich die schlimmsten Gegner, Standardgegner im gesamten DLC. Sag ich jetzt. Und das... Ich muss... nah ran. Damit er das tut. Dann habe ich vielleicht mal... vielleicht soll ich es so machen. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Radius ist von diesem Rausziehangriff, sag ich jetzt mal. So... Nee, da bin ich auch schon lange laufen, oder? So, okay, weiter geht's. Einfach Übersicht. Ich muss gerade konzentrieren. Ich habe zwar noch ein paar Themen, über die ich eigentlich ganz gerne reden möchte, aber hier muss ich mich jetzt konzentrieren. Vielleicht sollte ich auch mal Heilung, ja, könnte ich gebrauchen, aber... Oder von der anderen Seite angreifen. So, erstmal den Lakai wegmachen. Gut. So, dann, ich weiß nicht, ob Götterzorn gut gegen diese Viecher ist. Ich werde jetzt einfach mal... Oh nein, da ist noch einer. Und... Ist der hinüber? Der Lakai scheint... Ach, das, zieh das Ding raus. Dann lass es eben bleiben. Ja, Lakai scheint hinüber zu sein. Und jetzt heißt es wieder hier zu... Genau gucken. Okay, hau drauf. Verdammt, hau drauf! Nein, nicht nur auf mich! Jetzt weg, 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 weg. Blitzspeer, Heilung, großer Blitzspeer. Nein, nicht... Okay, jetzt. Ich hoffe, das macht so viel Schaden, dass ich den... Nein, das macht nicht. Oh Gott, zwei Lebenspunkte hat er noch. Zwei. Okay, das reicht. Das reicht. Ist mir sicher. Egal. Scheißegal. Hauptsache sicher. Hauptsache sicher. So, ihr seht's. Diese Gegner hier sind meiner Meinung nach vom Schwierigkeitsgrad her im Vergleich zu anderen Standardgegnern viel, viel schwerer. Okay, diese kleinen Mistgabelfiecher vielleicht nicht unbedingt. Blaue Scholle. Blaue Scholle. Wollte ich es gesagt haben? Gott, meine Heilgegenstände sind auch schon quasi so gut wie weg. Schön. Diese Gegner werden noch ein wundervolles Mitspiel machen, wenn ich mit der Dampfwalze hier vorbeilaufe. Oder ich lasse dieses Gebiet einfach aus mit der Dampfwalze. Das geht natürlich auch. Ja. Nein, durch diese Gegnerverbünde machen das A so schwierig und diese Golems. Diese verdammten Steingolems. Leckt mich am Arsch. Diese Steingolems. Moment, hier war ich schon auf der anderen Seite. Okay, ich glaube, jetzt kann ich hier einfach diesen Weg hier gehen. Wie gesagt, ich wollte hier ursprünglich eigentlich schnellstmöglich durch. Damit ich wieder E-Mails lesen kann. Nein. Damit ich... Keine Ahnung mehr, wo die Schätze hier liegen, aber es ist mir auch egal. Damit ich das Koop mit Dings... Mit Knex, Matter, Knacks, Max... Hallo? Tötest du mich jetzt? Nein, natürlich. Wir haben uns lieb, wir sind Kumpels. Wir spielen Magic the Gathering miteinander. Der rote Braunaugendrache, nee, der schwarze Rotaugendrache, so hieß das Ding aus Yu-Gi-Oh! Nein, damit ich mit Knetter Max. Oh Mann, das. Da komme ich jetzt schlecht
Ach nein. Oh, ist das blöd. Da muss ich ja runter. Okay. Nein! Ja! 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 Damit ich spätestens in der nächsten Folge das Koop machen kann. Wobei, ich habe mich mit ihm geeinigt. Also, so ist es nicht. Ich habe mich mit ihm geeinigt. Chiri! Hätte ich jetzt doch nur einen Stein! Zum Glück bin ich nicht Papier. Ich habe mich mit ihm geeinigt. Also, wir werden darauf verzichten, dass er mich beim, er mit mir Koop macht, in der Hinsicht, dass ich keinen Koop mache, in der Hinsicht, dass ich ihn in meine Welt rufe, sondern umgekehrt. Ich werde mich vor, was, den nächsten Boss kämpfen. Irgendwie, irgendwann werde ich Erfolg haben dafür, damit werde ich mich vor den nächsten Boss kämpfen und dann wird er mich als Phantom beschwören und wir werden zusammen dem Gegner das Fürchten lehren, sag ich jetzt. Na, Mistverdammter. Was machst du jetzt? Oh, scheiße, den habe ich nicht gesehen, So, jetzt siehst du aber auch nichts mehr. Ich sehe einen lila Busclub mit Blume. So, ich meine, da hinten hoch gab es irgendwie auch noch was. Das ist mir jetzt egal. Was ich schlimm finde, sind diese Leuchteblümchen hier. Diese Leuchteblümchen, die mir anzeigen, hier könnte ein Schatz sein, von Weitem. Aber hier ist kein Schatz, hier blühe nur ich. So. Moment, wo sind wir hier jetzt? Ich habe gerade irgendwie überhaupt keinen Überblick mehr. Ich habe tatsächlich gar keinen Überblick mehr. So, da. Kolosseum. Moment, da hinten ist ein Kolosseum. Das Kolosseum. Was ist das? Das ist eine Echse? Ich wusste gar nicht, dass hier Echsen sind. Echse! Ui, schnell, jetzt, aber. Schnell da rein, 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 schnell da rein. Ich gehe jetzt weg und. Jetzt habe ich es wieder, Es tut mir leid, ich war gerade ein wenig verwirrt. Ich hatte gerade gedacht, das hier wäre die Abkürzung in ein anderes Gebiet. Und ich dachte, hier müsste es eigentlich, müsste doch die Abkürzung sein, damit ich hier Fortschritt erziele. Aber nein, diese Abkürzung befindet sich hier. Dann machen wir die erstmal kurz an. Gut, wunderbar. Damit ich, vielleicht das Koop wirklich am Anfang der nächsten Folge machen kann, damit ich mich absprechen kann mit dem Charakter. Also nicht dem hier, sondern. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Hoffentlich nicht von so einem ekelhaften Schattenglied. Yes, of course. Ein Spiel der Schatten. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Okay, was können wir machen? Wir können das kaufen. Ja, das brauchen wir alles, glaube ich, nicht. Das ist zwar ganz nett, damit wir nicht zurück müssen, aber. Lila Moosblütenblütklümpe. Oder so ähnlich. Was ich mir gesagt wurde, ist, dass die Evelyn nur dann richtig gut ist, wenn ich sie zu einer Blitz-Evelyn mache und dafür Blitzbolzen kaufe oder besorge. Ich glaube, ich habe noch nie Blitzbolzen gesehen. Kann mir jemand sagen, wo es die gibt, oder gibt es die vom Riesenschmied und ich habe sie einfach nie wahrgenommen? Nur dazu was. Did you happen across Knight Artorias? Nein, noch nicht. The legendary Abyss Walker from the old tales. Nein, nur den Blade Runner. It's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Oh, es muss eine Artefaktkarte sein. Kennt jemand von euch Magic the Gathering? So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Es ist der Joker. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Oh, der ist bestimmt genauso freundlich wie Lord Trek. Hm. Okay, normalerweise bin ich nicht so, aber ich bin jetzt mal so. Ich bin jetzt mal ganz, ganz ein böser Burschi. Wahrscheinlich werde ich es bereuen, aber ich werde es jetzt tun! Oh, ich werde es sowas von bereuen. Was ist das, ein Bodenfeger? Oh Gott! Der ist viel zu schnell, ist er! Oh Gott! Oh Gott! Dies ist nicht gut! Dies ist überhaupt nicht gut! Ja, schießt du nur, schießt du nur! Nein, schieß mir in den Arsch! Heilung. Ich hab mir gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt zum Sterben. So! Hier ist der Abkürzungsschacht, den ich eigentlich gerade laufen wollte, aber bin einfach mal neugierigerweise hochgelaufen und muss ich feststellen, hier gibt es die Wächterstulpen. Einen neuen weiteren Teil der Ausrüstung, der Rüstung. Der Rest ist, glaube ich, noch irgendwo im Wald verteilt. Eventuell kümmere ich mich darum später, aber ich lege jetzt nicht großartig viel Wert auf diese Rüstung, wenn ich ganz ehrlich bin. So, die Seelen sind mir auch scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Mein Gott, ist der schnell. So,
Jetzt gibt's auf die Nuss, auf die Dresche. Ich meine, jetzt gibt's Dresche auf die Nuss. Hätte das von Anfang an so machen sollen. Los, schieß du. Schieß! Schieß mit deinem Schießgewehr! Ja, genau. Messer mich. Boah, ist der schnell. Na, zum Glück habe ich einen mächtigen, mächtigen Schild. Ich werde ihn sowas von benutzen. You win. Please. Nein, ich habe so getan. Please. Have mercy. Ist das nicht ein bisschen zu spät, wo du schon zu einem kleinen leuchtenden Klumpen geworden bist? Ich habe den lachenden Hut. Ich habe die Chester-Klamotten. Und ich habe es dorthin geschafft, wo ich es in der ersten Folge hierhin schaffen wollte. Nämlich zum nächsten Nebeltor. Und dann heißt es, wenn mein Kamerad Zeit hat, heißt es Co-op Action Ventures of the Abyss. Auch vorher E-Mails lesen. Bis zum nächsten Mal in neuer Rüstung. Ciao.